Hallo, wir sind Bagelboy, wir sind Jan als Lebensmitteltechnologe, Julia und ich, Chris, wir sind BWLer. Wir haben noch einen Experten für Logistik und Lieferdienstbranche dabei. An diesem Wochenende konnten wir unser Konzept mit vielen Mentoren und vielen Teilnehmern hier nochmal validieren und konnten es auch nochmal anpassen und verbessern, und es hat uns wirklich weitergeholfen. Wir sind weit gekommen. Ganz kurz zur Agenda, zur Übersicht, aber ich würde direkt weiterspringen. Wir haben auch Befragungen, Kundenbefragungen auf der Straße durchgeführt, vorher in Stuttgart schon, aber auch hier in Heilbronn. Was ist rausgekommen? Wir haben jetzt mal einfach den Customer Pain in zwei Personen aufgeteilt. Es gibt einmal den Felix, der ist 22 und der verreist gerne in die USA. Was vermisst er hier? Das amerikanische Essen und vor allen Dingen gute Bagel, weil die gibt es hier in Deutschland noch nicht. Genau. Dann haben wir noch die Susanne. Die ist Business Consultant, arbeitet 9 to 5 oder auch ein wenig länger. Am Sonntagmorgen ist sie meistens müde und hungrig und hat dann nicht wirklich Lust, die Wohnung zu verlassen, hat aber Hunger. Genau, dann kommen wir ins Spiel. Wir sind Bagelboy, wir sind Frühstücklieferdienst und wir liefern das Frühstück an den schönsten Ort der Welt, nämlich ihr zu Hause. Lieferzeiten werden sein an Wochenenden und Feiertagen und vormittags. Und wir werden uns spezialisieren auf American Style Breakfast, im speziellen Bagel. Was ist besonders an unserem Businessmodell? Wir wollen ein Franchise-System, oder wir haben ein Franchise-System erstellt und werden das noch weiter verfolgen, was auf bestehende Fastfood-Lieferdienste abgeschnitten ist, auf Pizzadienste, auf Asiaten, auf Dönerketten. Und greifen dort auf denen ihre freien Ressourcen, was in Küchen, was in Lager, was in Personal und Fuhrpark, zurück. Und das ist ein Riesenvorteil für unseren Franchise-Nehmer, der nutzt seine leeren Ressourcen vormittags aus, durch geringe Investitions- und Fixkosten. Genau, was ist der Vorteil für uns? Wir nutzen schon etablierte Strukturen. Wir können dem sein Kundennetz direkt mit bedienen, weil er unseren Flyer mitverteilt, weil er mitverdient. Und es ist sehr hoch, hat eine sehr hohe Skalierbarkeit und kann uns helfen, schnell zu expandieren. Was werden wir liefern? Wir werden ein komplettes Franchise-System liefern, vom CI über die Produkte etc. Genau. Jetzt kommen wir zum Sortiment. Das stellt der Jan vor. Wir haben in unserem Sortiment 13 verschiedene Bagelsorten, die alle vegan sind. Und je nachdem, welche Rezeptur dort letztendlich eingestellt wird, variiert der Preis zwischen 1,80 Euro bis 2 Euro. Dazu wollen wir dann authentisches American-Style Produkte anbieten, Muffins, Donuts, Joghurt etc. pp. Mit auch entsprechend authentischen Frischkäse, Nutella oder ähnlichen Produkten. Softdrinks, Kaffee, wir stehen in Kontakt mit einem Startup in Stuttgart dazu, sowie weitere amerikanische Produkte in diesem Stil. Unsere Abpackung, die dementsprechend auch preislich sortiert. Wir haben 5er, 10er, 15, 20er Packung zum Beispiel, auch welche gleich für eure Gaumen vorbereitet, ganz frisch. Sowie Themenboxen zum Beispiel, Saturday Night war da und Sonntag Hangover Box, Healthy Box, Lunch Box. Und da kommen wir auch zu den Zahlen. Das ist Julia. Wir haben noch die Spotlight. Ganz kurz nur, was wir haben Stärken. Wir haben einen jungen Markt, sind durch amerikanisches Frühstück spezialisiert, haben schon jetzt sehr gute Margen und eine hohe Skalierbarkeit. Schwächen, der Markt ist noch unbekannt, der Frühstückslieferdienstmarkt. Wir haben wenig Erfahrung und noch eine geringe Bekanntheit. Können aber dadurch, dass der Markt noch sehr jung ist, eine schnelle Marktführerschaft und entwickeln und eine Marke kreieren. Risiken, Frühstückslieferdienst wird vielleicht nicht angenommen am Markt, ein Konzept wird kopiert, das haben wir alles, Risiko, oder Lieferdienstbesitzer lehnen ab, mit uns zusammenzuarbeiten. Genau. Ja, ganz kurz zu den Zahlen. Wir haben für uns beschlossen, dass wir nur in Großstädte gehen, ab 100.000 Einwohnern und auch dort nur in die Kernstadt. Wir haben gesagt, wir möchten gerne in Stuttgart starten. Das heißt, in Stuttgart ist unser Zielgebiet 220.000 Einwohner ungefähr. Das Umsatzpotenzial generell für Lieferdienste sehen Sie hier. Und für uns sind natürlich nur relevant Lieferdienste, die am Wochenende liefern und die Frühstück liefern. Dementsprechend ist unser Markt natürlich kleiner. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir ungefähr einen Umsatzanteil am Gesamtmarkt von 25% haben werden. Idealerweise als Zielwert. Ja, generelle Markt in Deutschland, also das generelle Potenzial, wenn wir dann das Franchise-Konzept etablieren können, ist das Potenzial für Bagelboy bei über 23 Millionen. Springen wir ganz schnell noch durch. Also Wettbewerber gibt es einige, aber noch nicht mit uns im Konzept, außer der Early Takes. Unsere Marge beträgt schon jetzt 35,51%. Franchise-Gebühren sehen Sie hier, 5,15. Die sind schon mal vorläufige Zahlen. Und jetzt, wir sind schon online.
und freuen uns auf erfahrene und Mentoren. Die Jury. Wo kommen denn die Bagels her? Backen Sie die selber? Nee, wir haben einen Exklusivvertrag mit einem amerikanischen Bäcker, der produziert in Deutschland. Und wir haben einen Vorvertrag mit dem schon, dass er uns, also in die Städte, wo wir expandieren, nur noch uns beliefert. Der beliefert jetzt natürlich auch noch andere kleine Ketten. Der kann bis zu einer Anzahl von 14.000 Stück pro Tag hochgehen. Also die Maschinen dafür hat er. Er produziert nachher noch nicht so viel. Aber ist vorhanden. Wer belegt die? Wir werden sie gar nicht belegen. Wir werden Belag mitliefern, aber wir werden es wie eine Brötchentüte Ihnen nach Hause bringen und Sie können dann entscheiden, ob Sie den Belag mitbestellen oder nicht. Oder Mindestbestellwert? 8,50 Euro. Gibt es noch Verkaufspunkte in der Region oder in der Stadt dann? Das ist eigentlich nicht geplant. Also wir wollen uns wirklich auf den Frühstücksliefer-Service spezialisieren. Wir hatten schon den Gedanken, einen Café zu eröffnen oder etc. Aber das gibt es alles schon. Wir wollen nicht der nächste Starbucks werden. Wir wollen uns wirklich auf Frühstückslieferdienste konzentrieren und dabei auf American Breakfast. Ich sehe so ein bisschen das Problem, dass der Zeitraum, in dem ihr verkauft, gering ist. Und da braucht ihr einen hohen Ausstoß und da haben auch andere schon ihre Probleme, dann zu liefern. Ja? Weil jeder will dann sofort geliefert bekommen. Ja. Wie wollt ihr das denn machen? Also mit welchen, ich meine, da muss man ja verschiedene Lieferdienste im Prinzip. Also wie gesagt, der Markt ist noch relativ jung, deswegen gibt es wenig Erfahrungswerte. Wir haben uns andere Wettbewerber schon mal angeguckt. Wir haben erst angefangen, wir wollten sie von 6 bis 12 liefern. Haben jetzt bei Early Taste gesehen, es wird von 8:30 bis 13:30 geliefert. Wir können uns den Zeiten etwas anpassen. Und es gibt bestimmt Peaks, wo besonders hohe Bestellraten erfolgen. Aber das gibt es auch bei Pizzalieferanten. Und da vertrauen wir dann wieder auf unsere Partner, die einfach diese Erfahrung besonders in diesen Liefergebieten schon haben. Jetzt hätte ich nochmal eine Frage, eure Zielgruppe und vegane Bagel etc. kollidiert in meiner Wahrnehmung so ein bisschen mit Domino's Pizza und Co. Wie wollt ihr das im Grunde, oder wie habt ihr euch das vorgestellt, dass ihr gerade mit dieser Fastfood-Szenerie so ein bisschen, gerade wenn ich vegane Lebensmittel auf der einen Seite anbiete und auf der anderen Seite halt mit mir die Leerzeiten von Fastfood-Anbietern zu nutzen mache, seht ihr da kein Problem? Also er liefert zu der Zeit ja dann keine Pizza aus. Er liefert unser Frühstück aus und den Bagel kann man auch sehr, sehr ungesund belegen, sodass sich das Problem von gesunden Lebensmitteln auch erledigt hätte. Es ist. Ich glaube, aber der Bagel ist auch noch nicht. In der Zeit wäre er natürlich dann mit unserem Auto auch gebrandet. Also wir würden was draufkleben, dass er jetzt nicht sieht, oh, der liefert normal Pizza.de aus oder keine Ahnung, sondern das gibt es auch nicht. Das ist okay. Das würde das nicht merken. Okay, wir können trotzdem seinen Kundenstamm nutzen, weil warum sollte er uns einen Flyer nicht beilegen und andersrum auch? Ja. Das schon. Okay. Aber überschneiden sich mir die Zeiten auch ein bisschen, wenn die sagen, es ist 13:30 Uhr? Die meisten fangen an, ab 13:30 Uhr zu backen, ab 12 Uhr zu beliefern. Es gibt einen kleinen Gap, der sich überschneiden würde, aber das muss man dann auch wirklich am Markt sehen, wie das läuft. Aber gerade Wochenends wollen die Leute erst ab 14 Uhr Pizza beliefert bekommen, nicht wie unter der Woche vielleicht 12 Uhr in den Pizza.